Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmin, heute mit dem Orakel, DFB-Orakel Saarbrücken gegen Lauter natürlich. Und ja, wir gehen mal in das Spiel hinein. Ich hoffe auf ein 1:2 für die Lautern, aber ich denke mal, es wird schwierig. Wenn man gesehen hat, wen Saarbrücken da alles rausgekickt hat. Ja, also ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich denke mal 1:2 für Laudern. Aber glauben tue ich es nicht. Ich denke mal eher, dass es Saarbrücken macht vielleicht. Aber wir werden sehen. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen... Vor allem Ache fällt aus, weil er irgendwie angeschlagen ist. Interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur ach, schade. Klassischen Fußball geben. Mal gespannt, was ihr tippt. So werden die Gastgeber beginnen. Der erste FC Kaiserslautern greift heute zu dieser Aufstellung. Ich spiele auch die Spielerkarriere hier auf meinem Kanal beim FCK Ritter. Als Stürmi. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, Sie holen sich den Ballbesitz. Könnt ihr euch das gerne angucken. Auch in der Playlist, dann könnt ihr euch alle Videos ansehen. Da ist die Flanke. Schöner Befreiungsschlag. Schade. Raschel am Ball. Zimmer. FCK. Sieht vielversprechend aus. Da muss er hin und holt sich den Ball. Die Schiedsrichterin entscheidet hier auf Vorteil. Und das ist auch. Da haben sie jetzt den Ball. Das könnte gefährlich werden. Er versucht. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in Führung. Das sieht ja mal schlecht aus. Wer es noch nicht weiß, ich spiele immer die erste Halbzeit. Mit dem Heimrecht und dann mit der zweiten Halbzeit mit dem Gegner. Meistens. Manchmal ist auch anders. Kommt immer drauf an. Und damit haben wir den ersten Treffer. Ich bin mal echt gespannt, wer es macht diese Saison. Ich glaube eher an Leverkusen. Leverkusen Orakel kommt morgen auch. Also könnt ihr euch anschauen. Zimmer. Nehme ich hier direkt danach auf. Fängt diesen Ball ab. Jetzt müssen sie aufpassen. Okay. Sie haben da Platz. Kann hier einfach durchrennen. Der mehr draus machen können. Stattdessen gibt's jetzt Tor. Bin ich jetzt ausgerannt oder was? Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Von ihm haben wir uns viel mehr. An der Halbzeit ist. Aber er kommt überhaupt nicht rein. Nee, ist keine Halbzeit. Auch ein Grund. Wobei bin ich verwirrt. Bin ich doch ins Abseits ausgelaufen. Was ist denn heute los? Oh. Da ist der Ball hier erstmal weg. Ritter. Rittersport. Der gute Steilpass jetzt hier. Da geht er vorbei. Ui, 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 ui. Ui, ja, ui, ui. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten. Oh. Okay. Machen wir das ganz schnell hier. Ich hoffe, das macht nichts für euch. So. Es kann weitergehen. Normalerweise schneide ich das immer raus, aber
Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nochmal gucken, was ich jetzt mit Laudern hier noch. Guter Einsatz, aber Einwurf für Laudern. Wir sehen den Wechsel. Oh. Gute Aktion. Ball ist raus. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Das war vor der Pause eine Buschi. Gute Leistung, oder? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Bleibt hier beim Spielstand. Jetzt kommt der Wechsel. Amami Touré. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Der Angriff könnte was werden. Ach Gott. Nicht der Ausgleich. Aber was war das denn? Machen. Diese Chance haben sie fast Wird ja hoffentlich im Mühlife nicht so ausgehen. Könnte der Ausgleich werden. Der geht nicht. Das ist doch nicht wahr. Ui, Aus dem Angriff wird also nichts. Boah, das war schon eine Riesenparade. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber wir sehen, der Druck ist da. Der Drang zum Tor ist da. Sie wollen den Ausgleich. Ach. Sie gehen dazwischen. Dumm. Einfach dumm. Unwiderstehliches Dribbling. Ball kommt schön nach innen. Sie machen zu und damit verhindern sie hier einen gefährlicheren Ball. Sie wechseln. Könnte aber wirklich so ausgehen, aber wenn Saarbrücken das Tor macht schnell. Sie lassen sich Zeit, suchen hier geduldig die Lücke für den Ausgleich. Ui! Älter, aber ich glaube, da kann sich noch was entwickeln. Nein. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Das ist die Chance. Nein. Parade. Jetzt dieser Ballgewinn. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Komm, den kriegst du noch, kriegst du noch. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Oh, nee. Guter Befreiungsschlag hier. Geht er rein? Da fehlt nicht viel bei diesem Ball. Oh! Viel Druck hinter diesem Ball, aber da haben sie Pech. Das, ja. Keine Ahnung. Ja, die haben keinen Harry Kane da vorne. Sind noch zu absolvieren hier. Hier ist auch Ache dabei, aber der spielt ja leider nicht. Seine Klasse gearbeitet. Ganz alleine die Chance. Ball geht nicht rein. Oh, Abby Don hat der den Tripper. Das Tor, der Trainer kann's nicht fassen. Ich auch nicht. Ich dachte, der läuft da entlang. Ach, ich bin zu dumm. Das Spiel sagt 1:0 für Saarbrücken. Ich sage ein 1:1. Ich hoffe auf ein 1:2 für Laudern. Aber wenn man es so gesehen hat, wenn die alles rausgeschmissen haben, glaube ich eher, dass Saarbrücken es macht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr meint. Bis zum nächsten Orakel, also morgen. Bis demnächst.